Hallo liebe Freunde von Antriebsanwendungen. Vielen Anwendungen ist es notwendig, Positionieraufgaben durchzuführen. Auch hier in dem Beispiel muss der Werkstückträger an einer bestimmten Position stoppen. Dies kann direkt im Antrieb durchgeführt werden, mit der Funktionalität Einfachpositionierer, kurz EPOS. Diese kann sowohl für rotatorische als auch lineare Achsen angewendet werden und hier sowohl für die relative als auch die absolute Positionierung. Wie ihr dies einfach und in wenigen Schritten umsetzen könnt, zeigen wir euch jetzt im folgenden Video. Unser Projekt ist insofern vorbereitet, dass die Hardware-Konfiguration bereits durchgeführt wurde und wir das Antriebsgerät mit zwei Achsen vorfinden. Auf der ersten Achse werden wir nun den Einfachpositionierer in Betrieb nehmen. Im ersten Schritt aktivieren wir das Funktionsmodul Einfachpositionierer an der gewünschten Achse. Nun erscheint eine neue Maske, in der wir die Mechanik definieren können. Hier können wir nun zum Beispiel das Übersetzungsverhältnis des eventuell vorhandenen Getriebes und die Auflösung der Positionswerte vorgeben. Gängige Anwendungen für Linearbewegungen werden beispielsweise über Spindeln realisiert, deren Steigung einen Wert von 10 mm pro Umdrehung besitzen könnte. Die bereits voreingestellten Werte würden zu dieser Mechanik ohne Getriebe mit einer Lageauflösung in Mikrometer passen. Nach der Mechanikdefinition können wir nun zur technologischen Einstellung des Einfachpositionierers wechseln. Hier findet ihr die Masken zur Diagnose, Begrenzung und den Betriebsarten wie Tippen, Referenzieren, Verfahrsätze und Sollwert-Direktvorgabe. Unter Begrenzungen können wir zunächst den Verfahrbereich durch Hardware- und Software-Endschalter limitieren. Die Hard- und Software-Endschalter verhindern ein Überfahren des mechanischen Endanschlags bei Linearachsen und müssten, wenn gewünscht, explizit aktiviert werden. Das Verfahrprofil der Achse kann durch maximale Geschwindigkeit, Beschleunigung und Druck definiert werden. Die sich aus den Dynamikvorgaben ergebenden Hoch- und Rücklaufzeiten werden anschaulich in der Grafik dargestellt. Die grundlegende Parametrierung ist nun abgeschlossen und wir laden die Projektierung in den Antrieb. Auch ohne Anwenderprogramm können wir die Achse bereits über die im Programm integrierte Steuertafel verfahren und auch positionieren. Hierzu holen wir uns die Steuerhoheit über den Antrieb. Um auch absolut positionieren zu können, führen wir ein direktes Referenzieren der Achse durch. Wie wir sehen, ist die Achse nun referenziert. Wir schalten die Achse ein und geben die Sollwerte vor. Wir wollen eine relative Positionierung um 100 mm durchführen. Dies entspricht bei unserer Lagenormierung in Mikrometer exakt 100.000 LU. Zusätzlich bestimmen wir die Verfahrgeschwindigkeit und starten die Positionierung. In der Maske können wir die Lage und weitere Aktualwerte beobachten. Abschließend positionieren wir unsere Achse wieder absolut zurück auf ihre Nullposition. Für eine detailliertere Erklärung der Einstellungsmöglichkeiten, der Betriebsarten und der Anbindung an die überlagerte Steuerung empfehlen wir euch die weiteren Tutorials mit Tipps und Tricks zum Einfachpositionierer im Synamics Antriebssystem. So einfach ist die Umsetzung von Positionieraufgaben direkt im Antrieb. Weitere Videos im Einfachpositionierer findet ihr im Tutorial Center. Siemens. Ingenuity for Life.